Oh nein, das ist nicht dein Ernst. Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Also ich schätze mal, dass diese ganzen, diese Fässer, die wir da hatten, Fässer und Kisten von John McCrade, dass diese Fässer, also die Wippen hier die Dinger darstellen und wir müssen die Wippen jetzt in eine bestimmte Position bringen, damit die Teile hier hoch und runter gehen. Das kann natürlich so sein, muss aber nicht. Es ist nur die Frage, müssen wir oben lang? Also sieht sehr danach aus, wenn wir oben lang müssen. Habe ich jetzt aber keine Lust drauf. Kleine Maus haut. Kleine Maus haut. Kleine Maus haut. Was ist hier? Natürlich ist hier der Tod. Was soll hier auch sonst sein? Das Spiel verarscht einen ja so gerne. Yay, ab in den Tod. Ende. Ende. Ach man. Die platzieren überall diese Dinger. Und man weiß gar nicht. Die haben überhaupt kein Recht da zu sein, weil die führen einen einfach in den Tod. Man muss es einfach so sagen. So, weiter. Bin ich jetzt ganz... Warum bin ich denn jetzt ganz am Anfang? Das ist aber nicht richtig. Klopf, 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 klopf. Ja, ist doch gut. Wie habe ich das denn gemacht? Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich das gemacht? Sag das mir. Achso, ich habe übrigens wieder Lust zu streamen. Allerdings nicht mit den Spielen, die ich, mit denen ich aufgehört habe. Sondern ich wollte einen kompletten Neuanfang machen. Ah, nö. Und ich weiß aber noch nicht, mit welchen Spielen. Und ich habe auch irgendwie ein bisschen Bock, so community-mäßig was zu machen. Ich habe mir jetzt zum Beispiel Uno gekauft, weil es war im Angebot. Weil ich hatte das letztens, hatte ich mir das auf die Wunschliste gemacht. Und da war das für 10 Euro und da habe ich mir gedacht, nee, das ist zu teuer. Und jetzt ist wieder irgendein Sale bei, hier, ihr wisst schon, Steam. Und da gab es das für 5 Euro und da habe ich mir gedacht, für 5 Euro, da könntest du es ja eigentlich schon mal mitnehmen, ne? Ja, also Uno hätte ich und Cards Against Humanity habe ich noch, aber das ist ja online und frei zugänglich, also da kann jeder mitspielen. Und das ist halt lustig. Also ich finde das immer sehr lustig. Ich habe das auch gerne immer an Silvester gespielt. Ja. Also das wäre jetzt das. Oh, ich hab den Dings nicht gegessen. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich wollte dazu nochmal ein extra Video hochladen, wo ihr mir zum Beispiel irgendwelche Vorschläge machen könnt, welche Spiele ich denn da spielen könnte. So.
Okay, weiter also geht nicht. Moment, kann man da oben durch? Nee, weil da fehlen nämlich diese Sprossen. Bambussprossen fehlen da. Waren wir schon ganz links? Ich bin ja, glaube ich, auf das erste Ding, was ich da gesehen habe, bin ich einfach drauf gegangen. Einfach so. Moment. Da ist ein Bildchen. Vielleicht hat das Ganze doch eine andere Bedeutung. Was ist das denn hier? Okay, ich habe da was gesehen, das sah genauso aus wie irgend so ein Symbol da von. Von da. Oh, das macht es jetzt nicht besser mit der Musik. Ein Symbol habe ich gesehen. Was so eins war wie bei dem Rätsel da. Und da draußen eine lustige Hupe gehabt. So, was ist das? Was mache ich damit? Eine Schildkröte! Wie komme ich denn da hin? Muss ich da so specialmäßig durchfliegen? Oh. Da ist irgendwas gerade umgefallen. Wie komme ich da hin? Warum liegt da ein Blatt? Nee, verarschen lasse ich mich nicht. Natürlich! Ich mag die nicht. Die sind doof. Nee. Lass mich in Ruhe. Oh, ich weiß nicht, was man hier tun muss. Ah, Moment. Ups. Es hat sich nicht verändert. Da ist eine Schildkröte. Ich will da hin. Das ist Mr. Turt. Geh doch mal da drauf. Okay, da kann man nicht lang. Und ich werde wieder sterben. Nee, werde ich nicht. Das ist sehr gut. Jetzt habe ich aber nicht drauf geachtet. Wie das da bezüglich des lustigen. Ist der jetzt weg? Fuck, der ist weg! Boah, ist das kacke! Also, ich mag diesen Abschnitt des Spiels nicht. Okay,
Geh weg mit deinen Kackhänden da. Wie, ich bin unsichtbar. Jetzt sind wir Rayman, oder was? Oh. Tot. Gut, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle des Spiels noch eine kleine Pause. Was ihr natürlich vielleicht merken werdet, wenn ich mich nicht dazu entscheide, nochmal aufzunehmen. Aber da muss ich jetzt erstmal drauf klarkommen. Also das wird anstrengend. Gut, dann hoffe ich, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat. Und natürlich fangen wir wieder am Anfang an. Und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!